Nicht. Frau Hufenreuther, beruhigen Sie sich. Sie müssen keine Angst haben. Aber er hat mein ganzes Leben zerstört. Ich will sehen, dass er hier bestraft wird. Frau Hufenreuther, der Mann, der Ihnen und Frau Ludiger das angetan hat, der wird auch bestraft werden. Da müssen Sie Vertrauen haben. Noch Frage an Wilfried Krämer? Nein, danke. Thomas Krämer bitte vorführen. Und Sie nehmen bitte neben der Zeugin Platz. Bleibt unvereidigt. Herr Krämer, nehmen Sie Platz. Die Handschellen bleiben an, weil Sie versucht haben zu fliehen. So, bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Krämer, Ihr Vorname ist Thomas, Sie sind 28 Jahre alt. Wo wohnen Sie zurzeit? Ich bin obdachlos. Was sind Sie vom Beruf? Ich hatte nie eine Chance, irgendwas zu lernen. Als Bruder des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen nur schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und man kann natürlich immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Ich höre es mir erst mal an, wie es hier abgeht, und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus. Herr Krämer, Ihr Zwillingsbruder Stefan ist ja hier angeklagt, zwei Frauen in der Erdgeschosswohnung überfallen und brutal vergewaltigt zu haben. Und gestern Abend ist eine dritte Frau, die Martha Fröhlich, ist 24, in der Erdgeschosswohnung auf dieselbe Art überfallen und vergewaltigt worden. Sie hat sich heute Morgen dann selbst befreien können und ist direkt zur Polizei geflüchtet. In diesem Fall entscheidet Ihr Bruder von vornherein als Täter aus, denn er war definitiv in Untersuchungshaft. Und nun haben alle drei Frauen ausgesagt, dass der Täter bei der Vergewaltigung eine solche Maske getragen habe. Das, was ich hier habe, das war die Maske, die man am 7. Dezember 2011 bei Ihrem Bruder im Auto gefunden hat. So, und nun schauen Sie sich diese an. Diese Maske hat die Polizei in ihrer Behausung gefunden. Und nicht nur das, sondern hier auch noch ein Foto. Das zeige ich Ihnen auch noch. Wo hast du das Foto her? Du warst im schönen Haus. Du warst in meinem Haus? Wann warst du da drin? Wie bist du da reingekommen? Was willst du von uns? Warum willst du deinen Bruder so ans Messer liefern? Nehmen Sie wieder Platz, Herr Krämer. Ja. Ich übernehme das schon. Herr Krämer, Sie haben augenscheinlich die letzten Monate in der Nähe von Hamburg in einer notdürftigen Behausung im Wald gelebt. Und davor waren Sie ja in Berlin und haben bei Ihrer Mutter gelebt, die letzten Jahre. Warum sind Sie nach dem Tod von Ihre Mutter aus Berlin weg? Naja, ich hatte ja nichts mehr in Berlin. Meine Mutter ist gestorben, ja. Und naja, ich wollte meine Familie wiedersehen, ne? Ja, eine Familie. Herr Krämer, Wiedersehen geht anders. Sie haben weder Ihren Bruder noch Ihren Vater in den ganzen Monaten auch nur einmal besucht. Dabei waren Sie direkt in der Nähe. Ich wollte mir erst mal eine Existenz aufbauen. Jetzt hören Sie doch auf, uns hier alle für dumm zu verkaufen. Was ist denn mit Ihnen nicht in Ordnung, ja, Frau Rechtsanwältin? Ich bin mein ganzes Leben lang, erzählt mir immer irgendeiner, ja, versucht mich für dumm zu verkaufen, ja? Also was wollen Sie hier von mir? Herr Krämer, wir wollen einfach nur eines, eine Aussage, die der Wahrheit entspricht. Haben Sie Alina Hufenreuther und Hanna Ludiger überfallen und vergewaltigt? Und haben Sie gestern Abend die Martha Fröhlich auch überfallen und vergewaltigt? Sie waren es. Sie haben alle drei Taten begangen und Sie haben versucht, das Ihrem Bruder in die Schuhe zu schieben. Und beinahe hätte es auch geklappt. Nur gestern, da haben Sie leider einen schwerwiegenden Fehler begangen. Thomas, kannst du mir mal sagen, was ich dir angetan habe? Frag du dich mal lieber, was du mir angetan hast, mein lieber Bruder. Du, ich habe oft genug darüber nachgedacht und ich weiß, dass du dich von mir alleine gelassen fühlst. Aber das gibt dir doch nicht den Grund, mir mein Leben zu zerstören. Dein Leben zu zerstören? Du hast mein Leben zerstört. Du hast das Leben von unserer Mutter zerstört. Ja? Du hast sie allein gelassen. Du bist von den Problemen bist du weggelaufen, ja? Und hast dich schön in die heile Welt von unserem Vater da hinten geflüchtet, ja? Hat schöne Frau klar gemacht, ja? Ein schönes Haus gekauft. Das war alles schön. Das ist Schwachsinn. Stopp, Thomas. Du hattest die Wahl. Du hättest mit uns mitkommen können. Ich hatte die Wahl, sag mal, rafft's noch?
Ich war 16 Jahre alt, du verdammtes Spast, ja? Ich war 16 Jahre alt. Meine Mutter war alkoholkrank. Ich konnte sie nicht alleine lassen wie du. Verstehst du, sie hat mich gebraucht. Du machst es dir ein bisschen sehr einfach. Ich habe seit eurer Geburt 16 Jahre lang hab ich gekämpft, um eurer Mutter zu helfen. Ich habe sie bei Entziehungskuren unterstützt. Ich habe zu Hause den Alkohol weggekippt. Ich habe, wenn ich ihn gefunden habe, alles habe ich versucht. Die Krönung dann zu eurem 16. Geburtstag. Als sie in die Party reinstürzte, volltrunken, bis zur letzten Konsequenz strippte und dann noch ihren Mageninhalt auf Buffet ausleerte. Da ist mir klar geworden, dass nicht ich derjenige war an ihrer Alkoholsucht. Und deshalb, um euch zu beschützen, euch beide, habe ich mich scheiden lassen. Aber du wolltest nicht. 3 Jahre lang haben wir noch versucht, zu dir Kontakt zu halten. Nichts. Du wolltest einfach nicht. Ich habe ihre Kotze weggemacht, verstehst du? Tag für Tag, Tag für Tag, verstehst du? Ich werde es nie verzeihen können. Nie. Dass ihr sie angetan habt, verstehst du? Ihr habt sie allein gelassen, verstehst du? Ich hatte keine Zeit, irgendwie arbeiten zu gehen, eine Schule zu besuchen. Ich musste meine Mutter helfen, verstehst du? Sie war alleine. Ich musste für sie da sein. Ich musste für sie sorgen. Ich habe das 16 Jahre lang gemacht. Herr Krämer, seien Sie doch so nett. Nehmen Sie bitte wieder hinten Platz. Und zu Ihnen, Krämer, hier vorne. Sie haben es richtig gemacht. Irgendwann geht es nicht mehr. So, und Sie haben sich für verantwortlich gefühlt, obwohl Sie es nicht gewesen sind. Und dann kam sie aus dieser Sache nicht mehr raus, nach ihrer Sichtweise. Und war das jetzt Auslöser für die Rache an ihrem Bruder? Mussten sie deshalb auch gleich 3 unschuldige Frauen vergewaltigen? Herz verdient. Musste ich. Genauso war es. Ich musste es tun. Herz verdient. Was hatte er für ein Recht, das Schönste der Welt zu erleben, alles zu erleben? Warum hatte ich nicht das Recht, eine Schule zu besuchen? Warum hatte ich nicht das Recht, arbeiten zu gehen, einen Beruf zu erlernen? Warum hatte ich dieses Recht nicht? Wir hatten Weihnachten gefeiert. Ach nee, Entschuldigung, wir konnten gar nicht Weihnachten feiern. Wir hatten kein Geld dafür. Mama lag besoffen in der Ecke. Wir konnten nicht mal irgendwie Geburtstag feiern. Mama konnte mir keine Geburtstagsgeschenke kaufen. Das Geld war weg. Mama war betrunken. Jeden Tag. Was soll ich machen? Ich gehe Flaschen sammeln, damit wir was zu essen haben mal. Ich konnte mir nicht meine Freundin klar machen, weil ich Angst haben musste, wenn sie zu mir nach Hause kommt, dass sie Kotzen kriegt, ja? Wie es bei uns aussieht und eine Halbleiche auf dem Boden liegt, ja? Fragen Sie sich das mal. Noch Fragen an Zeugen Thomas Krämer? Bleibt als Tatverdächtiger unvereidigt. Sie können noch kurz hinten Platz nehmen, allerdings bitte auf der anderen Seite der Zeugen. Ich bitte auf die weitere Vernehmung der Zeugen und der psychiatrischen Sachverständigen verzichtet. Selbstverständlich. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, der Angeklagte ist frei zu sprechen. Das ist klar, sein Bruder hat hier ein Geständnis abgelegt. Sehr spät, aber er hat es getan. Vorläufig festgenommen sind sie ja bereits. Er wird dem Haftrichter selbstverständlich sofort zugeführt werden. Das Recht auf ein anderes Leben hätten sie auch gehabt. Aber anscheinend waren sie in der Loyalität zu ihrer Mutter so gefangen, dass sie das nicht hinbekommen haben. Wie sie dann den Schluss ziehen, 2 oder 3 unbeteiligte Frauen, denen so etwas anzutun, womit sie ihr Leben lang beschäftigt werden, das wird ganz, ganz schwer, das noch mal irgendwie im Ansatz zu erklären. Und ich bin mir sicher, sie werden eine sehr hohe Strafe bekommen. Der Angeklagte ist, wie gesagt, freizusprechen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Ja, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, dass mein Mandant hier überhaupt auf der Anklagebank sitzen musste, halte ich für einen Skandal. Denn er hatte von Anfang an ein Alibi und auch die Kenntnis, dass ein eineiiger Zwilling existierte, hat ja nun hier recht wenig interessiert. Ich bin nur froh, dass der Bruder gefunden wurde und dass jetzt schlussendlich die Wahrheit doch ans Licht gekommen ist. Mein Mandant ist selbstverständlich freizusprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin. Sie haben das letzte Wort, Herr Krämer. Ich weiß, dass ich dich alleine gelassen habe. Aber echt, es gibt dir nicht das Recht, die Frauen das Leben zu zerstören und mein Leben zu zerstören. Schwachsinn. Lass mir in Ruhe. Zeig's wenigstens warm.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Und der Angeklagte ist für die Zeit erlittenen Untersuchungshaft und für die Zeit, in der ihm seine Fahrerlaubnis entzogen war, aus der Staatskasse zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss, der Haftbefehl wird aufgehoben und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wird natürlich auch aufgehoben. Herr Krämer, natürlich wussten wir, dass es einen Zwillingsbruder gab. Nur wussten wir nicht, ob er auch wirklich der Täter war. Ich habe mich etwas gewundert, warum Ihr Zwillingsbruder die dritte Frau vergewaltigt hat. Denn im Grunde genommen war danach klar, dass Sie nicht der Täter der anderen beiden Fälle sein konnten. Denn Sie waren in Haft. Er hat das, denke ich mal, das Letzte begangen, um hier klarzumachen, in aller Öffentlichkeit, dass er dafür zuständig ist. Wollte jetzt dadurch klarmachen und hat sich im Grunde genommen auch mehr oder weniger festnehmen lassen, nehme ich an, oder jedenfalls ist darauf angelegt. Nur um sagen zu können in aller Öffentlichkeit, schaut her, ich bin der Verlassene, ich bin derjenige, der sich um alles gekümmert hat. Und die Taten, die haben mit den Frauen dann gar nichts zu tun, sondern nur um ihren Bruder auch wirklich, das war zunächst die Idee, für viele, viele Jahre wegsperren zu lassen. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die auf Rechtsmittel verzichtet. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Thomas Krämer wurde wegen Vergewaltigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten verurteilt.